Solltest du irgendwer aus meiner Familie sein oder aus der Familie von meinem Freund, solltest du bitte nicht dieses Video angucken. Jedenfalls nicht, bevor ich dir dein Weihnachtsgeschenk gegeben habe, denn es wird hier drin auftauchen. Sei dir dessen bewusst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne zeigen, was ich so für meine Familie an Weihnachtsgeschenken gekauft habe. Und ja, wenn du Lust drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Du kannst mich natürlich auch ganz, ganz gerne einmal hier unten kostenlos abonnieren. Das, ja, verschafft dir wahrscheinlich einfach den einen oder anderen Moment des Lächelns, der Freude, ich weiß es nicht. Ja, auf meinem Kanal sieht man normalerweise viel Beauty-Hauls, Unboxings von diversen Abo-Boxen, die ich so habe. Glossy-Box, Pink-Box, Insta-Box, Brigitte-Box, Schlag-mich-tot-Box. Dann habe ich auch noch Food, also die Degusta-Box, die ich unboxe. Ich teste alles Mögliche, was mir so vor die Nase kommt. Und mein Hund Sammy darf, wenn er möchte, auch ab und an mal mit vor die Kamera. Ja, also das sind so die Bereiche, die ich euch vorstellen könnte. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust drauf hast, einfach hier unten klicken. Zu dem ersten Geschenk eine kleine Erklärung. In der Familie von meinem Freund ist es nicht so, dass jeder jedem beschenkt, sondern dass wir quasi wichteln. Und da habe ich zum einen meinen Freund gezogen und den Papa von meinem Freund. Und ja, also das erste, was ich hier habe, ist für meinen Freund. Und das ist von Lego Technik, so ein Modell. Mein Freund mag sowas ganz gerne. Und ja, wie heißt das Modell? Ich habe keine Ahnung. Heavy Duty Forklift. Hat er sich gewünscht. Kriegt er. Um bei den Männern zu bleiben, der Mann von meiner Mama bekommt von mir diese Beauty-Tasche und da drin haben wir ein paar Pflegeprodukte. Er hat sich von mir eine Beauty-Box gewünscht. Kriegt eine Beauty-Tasche. So, drin haben wir Brisk Bartöl. Dann habe ich hier zwei Masken von Balea drin, eine Tuchmaske und eine Hydro-Boost-Creme-Maske. Eine Bodycreme von Mitchell & Peach, von PC Man ein Beard Shampoo, von L'Oreal eine Grooming Pomade, das ist in so einem Pöttchen drin, Foamy for Men, ein Face and Beard Balm von Graham Hill, von Lab Serious Skincare for Men Cooling Shave Cream und dann habe ich noch von Mr. Wolf von Balea Men ein Duschgel mit reingepackt. So, das ist jetzt seine Beauty-Box, Beauty-Tasche, wie auch immer. Es ist immer ganz interessant, dass die Leute sich dann auf einmal Sachen von einem wünschen, die sie sich vorher nie von einem gewünscht hätten. Und ja, das ist halt deswegen, weil ich dieses Jahr zu YouTube gefunden habe und hier mein Hobby Beauty, Hobby, wie auch immer, ja, sehr offen dargestellt habe und auch zeige, was ja so meine Interessen sind und was ich so gerne mag. Und ja, das ist jetzt Geschenk Nummer 2. Für den Patensohn von meinem Freund haben wir ein sehr persönliches Geschenk besorgt. Und zwar ist das mein allererster Tag von Little Yeti. Ja, ich habe dieses Buch mit einem Gutscheincode bekommen, den ich bei einer anderen YouTuberin gesehen habe und habe auch einen Gutscheincode bekommen. Ich habe da nichts von, aber ihr habt da was von und zwar 20% Rabatt. Ich blende euch den hier unten mal ein und auch unten in die Infobox. Ich werde auch eins von diesen Büchern tatsächlich verlosen dürfen auf Instagram. Also folgt mir auf jeden Fall dort. Dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Und ja, ich freue mich total drauf. Und ja, dieses Buch handelt von diesem kleinen Pinguin. Der kann nicht schlafen. Und dann erzählt der Mond ihm halt eine Geschichte. Und zwar von seinem allerersten Tag. Ja, das Buch beginnt, da kannst du eine persönliche Widmung reinschreiben, die ich euch ungern zeigen möchte, weil, ne, da ist halt der Name von dem Kind drin und so. Das könnt ihr euch auch auf der Homepage einfach mal anschauen. Ja, da kann man dann auch so ein Testbuch erstellen und dann steht da auch, wann der geboren wurde und wo der geboren wurde und was der Name ist, um welche Uhrzeit, wie groß der war, wie viel der gewogen hat. Ne? Also richtig, richtig, richtig süß. Also, ne?
Ich stehe drauf. Aber das Gute an dem Buch, finde ich, ist auch, dass sich auch wirklich damit beschäftigt wird. Wann wurde dieses Kind geboren? Zum Beispiel, in welchem Jahr, welches chinesische Jahr war das? War das das Jahr der Ratte, das Jahr des Hundes oder wie auch immer? Dann war da vielleicht Neumond oder welcher Glückstein ist der Stein von dem Kind und sowas alles. Also richtig süß gemacht. Von der Haptik her finde ich das auch sehr, sehr schön. Es ist sehr matt und du hast halt keine Fingerabdrücke dann da drauf. Du hast es auch sehr flexibel, aber auch gleichzeitig sehr robust. Ja, mir gefällt es und deswegen habe ich es bestellt, weil ich es einfach cool fand. In meinem Video, was ich euch hier oben mal verlinke, Geschenkideen für Großeltern, habe ich ja auch erzählt, was ich meinen Großeltern schenken möchte. Und zwar dieses Monster von einem Fresskorb. Hier drin sind ganz viele Produkte aus dem Hofladen. Ja, und zeige ich euch einfach mal. Also alles in allem haben diese Produkte 50 Euro gekostet oder ein bisschen weniger als 50 Euro. Inklusive Pfand der Gläser. Auf jedes Glas hast du auch noch 25 Cent Pfand. Also von daher, ne? So, als erstes habe ich hier so Vanillebirnen geholt. Dann ganz klassisch Erdbeermarmelade. Als nächstes habe ich hier gebrannte Mandeln. Bist du der Weihnachtsmann? Ich finde diese Gläser auch immer sehr, sehr schön. Dann habe ich hier Kuchen im Glas. Und zwar ist hier einfach Marmorkuchen drin. Hier habe ich eine Spargelcremesuppe in so einem Wegglas. Die meisten Sachen sind in einem Wegglas. Griebenschmalz. Das ist eher was für Opa. Auch das ist eher was für Opa. Leberwurst. Käselauch-Hackfleischsuppe. Das sind perfekt zwei Portionen, ne? Also da kannst du echt nichts zu sagen. Es musste mit Apfelmus. Kartoffelgratin, auch in so einem Glas. Rindergulasch, auch so eine schöne Portion. Da machst du dir ein paar Nudeln zu, zack, hast du gutes Essen. Möhreneintopf, die etwas größere Variante. Ein Gartengemüseeintopf. Ach, Schnüffelbohneneintopf habe ich auch noch mitgenommen. Da passt super Apfelmus zu übrigens. Und als letztes habe ich hier ganz klassische Hühnersuppe auch mitgeholt. Ja, auch richtig lecker. Mit Fleischeinlage. Nom, 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 nom. Da hat man richtig Bock, die selber zu essen, die Sachen. Die nächste, die ein Geschenk von mir bekommt, ist meine Mama. Und die bekommt auch eine Beautybox, weil sie sich die auch gewünscht hat. So, dann lege ich mal los. Also die Box habe ich hier wirklich ganz prall gefüllt. Die ist auch nicht leicht. Also, ne, da ist allerhand schöne Sachen drin. Und natürlich werde ich dann auch das ein oder andere Mal zu meiner Mama fahren und das mit ihr zusammen machen, dass sie dann auch wirklich weiß, wie sie was anzuwenden hat. Und zwar habe ich hier drin eine Maske von Dr. Scheller. Man muss dazu sagen, dass meine Mama eine sehr empfindliche Haut hat, deswegen sind hier auch sehr natürliche Produkte drin und ja, sehr, sehr hautangenehme Produkte. Dann habe ich ein Badesalz reingemacht, schön, dass es dich gibt, von TTZ. Und Mama mag sehr gerne Sonnenblumen, also passte das sehr, sehr gut. Eine Handcreme von Dove. Die Estee Lauder Daywear BB Cream. Und das müsste auch ihr Hautton sein. Das ist nämlich in der Farbe 02 Medium. Mir ist das zu dunkel, aber meine Mama hat eine etwas dunklere Haut als ich. Ja, dann passt das ein bisschen besser. Ein Essence All About Matte Fixing Puder. Dann habe ich hier auch mal ein Essence Beauty Sponge reingepackt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das mit ihr auch zusammen ausprobieren. Dann habe ich ihr von Microcell ein Color Repair Night Dream Schlag mich tot Kirschroten, sehr, sehr dunkelroten Nagellack mit reingetan. Denn ich weiß, dass meine Mama auch sehr gern rote Nägel trägt. Vor allem rote Fußnägel. Da sind wir sehr gleich. Dann habe ich hier von Caudalie auch eine Maske mit reingepackt. Von Balea Professional eine Oil Repair Schwerelos Creme Kur. Das ist so ein Pöttchen und die finde ich unheimlich toll. Dann habe ich hier ein Micellenreinigungswasser reingemacht von Caudalie. Ich glaube, da muss ich ihr wirklich mal erzählen, was das ist. Von Revolution ein Concealer. Es ist der ultra geilste, beste Concealer, den ich je in der Hand gehalten habe. Also von daher musste ich den auch mit reinpacken. Den habe ich jetzt in der Farbe C2 mitgenommen. Mal gucken, welche Farbe dann letztendlich zu meiner Mama passt. Ich habe ja sonst auch noch ein paar hier.
Dann habe ich hier von Weleda eine wohltuende Gesichtscreme mit Mandelduft. Also das ist jetzt so eine kleinere. Ich bin da halt, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig, was die Haut meiner Mama angeht. Und brauche dann jetzt nicht einen riesen Topf oder so da reinmachen. Ist schwierig. Und dann habe ich ihr zwei Lippenstifte mit reingemacht von BH Cosmetics. Und zwar Colourlock. Das sind die beiden hier. Die hatte ich euch auch schon in meinem Black Friday Haul gezeigt. Das ist in der Farbe Devotion und in der Farbe Faithful. Dann habe ich ihr von Alvea, der Naturkosmetik, eine Highlighter-Palette mit reingemacht. Eine Strobing Glow-Palette. Ein Lip Liner von Lavera. Der kommt auch mit rein. Das ist halt so ein richtiges Rot, so ein richtiges Weihnachtsrot, wie die Nägel halt, ne? Von BH Cosmetics, den BH Liquid Eyeliner, habe ich hier auch mit reingepackt, denn meine Mama zieht sich sehr, sehr gerne einen Lidstrich. Dann habe ich hier noch einen Nagellack, und zwar von L'Oréal Paris. Das ist hier auch so ein Doppeldingens, hier Nude an der Seite, und das hier ist der Klarlack für oben drüber. Das ist die Farbe 012 Forever Mink. Dann habe ich hier noch einen Lip Balm von Weleda mit reingepackt, in der Farbe Berry Red. Eine straffende Augencreme von Nogona. Naja, es ist halt Naturkosmetik, ne? Und es ist halt dann ganz gut für sie. Ja. Mal gucken, wie ihr das so gefällt. Dann habe ich noch eine Haarkur reingemacht. Eine Haarmaske, eine farbpflegende Maske. Und zwar von Valia Schönheitsgeheimnisse. So ein kleineres Pöttchen. Ja, Mama hat gefärbte Haare. Die kann da mehr mit anfangen als ich. So, dann habe ich ihr dieses Monster mit reingemacht von Sebamed für trockene Haut, eine Pflegelotion. Und ich weiß, dass sie Sebamed benutzt, deswegen ist das auf jeden Fall was für sie. Dann von L'Oréal die Paradise Ecstatic Mascara. Die soll ja so ultra cool sein und ja, da bin ich echt gespannt, wie meine Mom die findet. Dann von Avène das Eau Thermal, kommt auch mit rein. Und last but not least kriegt sie von Revolution die Lidschattenpalette Reloaded, die Basic Mattes. Ja, und das ist wie gesagt die Box für meine Mama. Das nächste Monster, was ich hier rausziehe, ist für meinen Papa von Lego Technik. Und zwar, ist mein Papa auch ein Lego-Fan, auch ein Lego Technik-Fan. Und das hier ist der Feuerwehrwagen, klar. Moment, Airport Rescue Vehicle, genau. Das ist nämlich dieser Flughafen. Tüdelü, schlag mich tot. Feuerwehr. Rettungswagen, genau. Ja, ich kann das nicht so gut beschreiben. Ich bin jetzt nicht so der Lego-Pro, so gar nicht. Ich kriege das nur ein bisschen bei meinem Freund mit und ja. Genau, das hat er sich gar nicht gewünscht. Er hat sich gar nichts gewünscht und er kriegt das. Weil ich weiß, dass er sich tierisch drüber freuen wird. Mein Papa baut gern Lego und er mag gern Lego-Technik und er ist ehemaliger Feuerwehrmann, also jetzt mittlerweile außer Dienst, weil, ne? Irgendwann wird er auch mal 60, sehr bald. Genau. Und das hier ist auch aus dieser 40 Jahre Lego Technik-Reihe, also aus 2017. Das heißt, für Sammler ist es auch noch so, ne, ein Extra-Wert und so. Ja, auf jeden Fall kriegt ihr das von mir, von uns und wird sich da garantiert drüber freuen. Ich hoffe. So, die nächste Frau in der Reihe ist meine Stiefmama, also die Frau von meinem Papa. Und die bekommt hier eine Box. Aber da ist nicht nur das drin, was normalerweise in der Happy Box ist, sondern viel, viel mehr. Und das zeige ich euch auch. Die hat sich nämlich schon oft genug dazu geäußert, dass sie gerne mal ein paar Dinge ausprobieren würde. Aber sie traut sich halt nicht so wirklich. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was jetzt hier in dieser Box drin ist. Und zwar habe ich hier von Lancaster eine Aquamilk reingemacht. Das ist so eine Handcreme. Als nächstes ist etwas drin, was normalerweise halt auch in dieser Happy Box drin ist. Und zwar von TTZ Hallo Lebenslust mit Matcha-Tee und Goji-Beere. Das ist eine Duschcreme, Duschgel, irgendwie so. Ja. Genau, eine Aromadusche. Dann habe ich von Catrice Professional Make-up Techniques die Face-Palette hier mit reingepackt. Da kann sie sich dran austoben. Da ist ja wirklich alles drin. Ne? Du hast für Kontur, für Blush und für Highlight und für alles. Und dann habe ich hier ein Beauty-Schwämmchen mit reingemacht. Der ist ein bisschen kleiner, glaube ich, als die normalerweise so sind. Habe ich letztens, als ich bei Amazon bestellt habe, habe ich mir so ein ganzes Paket bestellt. Das hatte der liebe Maxim Giacomo mal empfohlen. Und da habe ich mir direkt ein paar von bestellt. Ich verlinke euch hier oben mal seinen Kanal. Cooler Typ. Dann habe ich hier eine Maske Real Solution Tensile Sheet Mask. Und zwar ist das die mit Propolis von Misha. Auch hier etwas zum Baden. Eine Portion Glück mit Pfirsichvanille.
ein aufmunterndes Badesalz. Eine Portion Glück finde ich ja so, so niedlich, ne? Wenn dann solche Sprüche da drauf sind und dann hat man das immer gerne zum Verschenken. Auch für die Dusche ist was mit dabei und zwar von Kneipp verwöhntes Cremeöl-Peeling. Das habe ich mir ja mittlerweile in groß gekauft. Oh. Auch von TT Sepp Paradies für mich ein Cremeschaumbad mit Feigenmilch und Andenbeere. Und das riecht geil. Wahnsinn. Von Biotherm ein Aquasource-Gel. Ja, habe ich hier auch mit reingepackt. Ein bisschen fürs Gesicht, für die Pflege. Dann gibt es hier auch noch eine Soothing Mask mit Pink Clay. Richtig cool. Von Douglas. Hatte ich, glaube ich, auch in einem Adventskalender mal drin. Dann habe ich auch hier einen Concealer von Revolution. Concealer Define, das ist jetzt die Farbe C4. Auch hier was für die Lippen und zwar von I Heart Makeup Happy Girl. Ein richtig schöner Farbton und natürlich auch wieder, ne, Happy Box passt. Man muss ja auch so ein bisschen das Ganze zusammenhängend haben, finde ich immer ganz gut. Dann habe ich hier eine Thalassomaske mit Algen von Schäbens mit reingepackt. Eine Detox-Maske von Merz Spezial kommt auch mit rein. Von Luvos Heilerde eine Anti-Stress-Maske. Und von Hormocenta Weekender Aufbaumaske kommt auch mit rein. Und jetzt kommt das Highlight, das was ganz unten ist, weil es riesig ist, die Essence-Palette. Die habe ich euch ja schon auch in meinem Black Friday-Haul gezeigt und ich finde das so geil, dass die Augen sich so bewegen. Naja, es ist die I Just Wanna Have Fun Big Eyeshadow-Palette. Und so sehen die Farben aus. Schnell wieder zumachen, ist ja ein Geschenk. Ja, und ich denke, sie wird sich sehr über diese schöne Box freuen. Und sowas ist halt auch immer echt leicht einzupacken. Ne? Also wenn sich Leute von mir Boxen wünschen, dann mache ich innerlich Luftsprünge, weil es wirklich einfach einzupacken ist. Und weil das halt auch einfach etwas ist, was ich von Herzen verschenken kann, weil ich weiß, was ich verschenke und dass es dann halt auch einfach gute Produkte sind. Und das mache ich halt sehr gerne. So, kommen wir zu dem absoluten Highlight. Das Geschenk für meinen Schwiegerpapa. Bevor ihr es seht, Leute, er hat es sich gewünscht. Er hat es sich gewünscht. Es ist keine Anspielung oder sonst irgendwas. Er hat es sich gewünscht. Ja, mein Schwiegerpapa in Spee kriegt von mir eine Spaltaxt. Ich glaube, das so ziemlich unromantischste Geschenk, was ich machen kann, ist eine Axt. Gut. Es ist von Fiskars, sie fühlt sich hier unheimlich schön an, sie liegt gut in der Hand, ja, man kann damit super Holz hacken, großartig, gute Marke, gute Qualität, tolles Geschenk, aber zu Weihnachten, ich weiß nicht, bin ich für sowas zu romantisch, ich weiß es nicht, aber naja, hat er sich gewünscht, kriegt er jetzt auch von mir. So, ihr Lieben. Das war jetzt so meine kleine, ja, ich weiß nicht, wie nenne ich das, Unboxing-Haul, weiß ich nicht. Ja, mein Zeigevideo. schreibt mir doch sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare, was ihr so Weihnachten verschenkt und wem ihr was so schenkt. Würde mich total interessieren und dann hat man auch so ein bisschen Inspiration. Dann können vielleicht auch alle mal so ein bisschen lesen und schauen, was die anderen so schenken und sich dann fürs nächste Jahr ein bisschen Inspiration holen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich wünsche dir wundervolle Weihnachten. Ein richtig, richtig tolles Weihnachtsfest. Ja, und ja, sei einfach gesund, sei glücklich und lass es dir gut gehen. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings, die ich dieses Jahr so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload und auf der Seite kannst du, wenn du möchtest, mich gerne kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und lass es dir gut gehen. Ciao!